I love it. It's so beautiful and everyone looks amazing. Have you ever heard about the Opera Ball before? I've not heard about it, but I'm here with Gary Kessler and it's such a delight. And so did you see already something of the ball? Well, actually, we've been going in and out, but he's so busy with everyone wanting his attention. We haven't had an opportunity to actually see it. Do you want to dance later on? Of course we're going to dance. The both of you? Yes. I'm so excited. Take a little watch for us now for the TV camera. Ich entspanne mich natürlich sehr gerne beim Surfen und das kann man ja in Europa sehr schlecht. Und ja, das ist der Grund, warum ich wieder zurückgehe. Ich weiß nicht, ob ich stehle, aber es ist so üblich, dass wir am Ende des Balls die Blumen mitnehmen. Ich habe mich noch nie so wohl gefühlt wie heuer. Also in den letzten 5 Jahren, meiner Meinung nach, glaube ich, war das das Rundeste, was wir ausgestrahlt haben. Aber du warst ein bisschen aufgeregt, hatte ich den Eindruck. Ich war überhaupt nicht aufgeregt, nein. Ich war respektvoll wie immer. Das Vorfeld war ja nicht sehr einfach für mich. Wir wissen ja, dass einige Herrschaften hingeschlagen haben auf mich. Meistens wird man, wenn sowas passiert, stärker. Und das ist auch mir Gott sei Dank passiert. Wie wird der restliche Abend verlaufen? Ich werde jetzt ein kleines Bier trinken und meine Würstel essen. Und dann gehe ich auf den Rosenball. Willst du dort tanzen? Nein. Tanzt du nie? Oh ja, schon. Ja? Aber nicht in der Öffentlichkeit. Warum nicht? Du, es gibt so viele Dinge, die provozierend wirken in diesem Land und es kommt dann auch, wenn jemand tanzt. Mit dir würde ich sofort gerne tanzen. Ja, aber wenn ich mit meinem Freund tanze, dann wäre das schon wieder was ganz anderes. Wir leben ja doch in Österreich. Du scheinst vorsichtiger geworden zu sein. Nein, ich will nur nicht meine Lebensmenschen auch in schwere Situationen bringen. Und es ist schon traurig genug, wenn man in einem Land lebt, wo man mit dem am liebsten zusammen ist, den nicht herzeigen kann.